Der Silvestermorgen ist da und solange Robo gerade rumrobot, bereite ich jetzt hier, also zum einen habe ich schon mal Himbeeren hier reingeschmissen, dann mache ich später die Soße raus. Aus den Zutaten wird jetzt gleich die Knödelmasse, wo hier liegt noch der Corona-Test negativ, wie immer. Ja, die Knödelmasse geformt, Petersilie hatte ich gerade und wenn ich die Knödel dann habe, kommen die erstmal in den Kühlschrank, dann ist das schon mal erledigt. Ich habe mir hier ein Schlachtplan erstellt, um immer zu wissen, wann was passieren muss. Es ist auch erst 9 und ein Sonntag und ich bin gerade aufgestanden, aber für mich ist es immer so, wenn ich so einen Plan habe, dann vergesse ich die wichtigsten Sachen, also sowas wie die Entenbrust auftauen ist ja schon irgendwie wichtig. Sowas vergesse ich dann nicht und alles, was dann zwischendurch einem noch einfällt, kann man ja machen, aber so weiß man, okay, wenn ich mich so leidlich daran halte, sollte ich bis heute Abend mit allem fertig sein und es mir einfach machen abends und hier alles fertig haben. Und ich habe irgendwie gekleckert, sehe ich gerade. Okay, ich fange mal an. Ach so, wobei, was ich noch erwähnen wollte, für alle, die es interessiert, weil Großmutter Newman ja auch schon irgendwie ein essentieller Part dieser Vlogs geworden ist über die Jahre. Ich hatte ja erwähnt, dass es da an Heiligabend direkt einen kleinen Unfall gab. Und mittlerweile war meine Mama auch mit ihr im Krankenhaus, weil es irgendwie doch sich schlimmer anfühlte als gedacht. Oder eigentlich auch nicht, aber irgendwie war man sich so unsicher. Und es sind zwei gebrochene Rippen. Das heißt, Oma Newman hat kein Silvester, also ist ganz alleine heute. Mama war nun gestern da und hat ihr bei allem ein bisschen geholfen und das mit dem Krankenhaus abgewickelt und so. Aber heute muss sie, also überhaupt die nächsten 3 Wochen, muss sie die Füße stillhalten und genesen. Hat auch eine schlimme Prellung und das ist natürlich, ja, das drückt furchtbar auf die Stimmung und tut einem so leid, weil es so unnötig ist. Es ist natürlich ein großes Glück, dass nichts weiter kaputt gegangen ist. Da hätte auch ganz viel schief gehen können noch oder sich was anderes brechen oder so, aber es sind nur die Rippen und da kann man einfach nicht viel machen, außer aushalten und das ist natürlich ganz fürchterlich. Ja, so viel dazu. Also, dieses Jahr, ich sag's ja immer, dieses Jahr. Haken wir ab. Dann jetzt mein blöder Augenbrauenstift. Telefoniert bestimmt mit deiner Schwester. Na, wohl an Silvester rufen ja auch ständig irgendwelche Leute an, ne? Also bei anderen normalen Menschen. Dass es jetzt 18 Uhr ist. Das stimmt. Weißt du ja. Das weißt du ja. Ja,
haben heute ein Armed Angels Outfit. Ah ja. Habe ich aufgenommen. Das wird sicherlich kooperationstechnisch gut ankommen. Ja, ich brauche noch Socken. Du hast doch schon Armed Angels Socken. Aber die sind ja tatsächlich, trage ich die wirklich gerne. Ich auch, die sind so kuschelig. Ja. Also keine Werbung jetzt, die sind wirklich kuschelig. Also schon Werbung, aber irgendwie aus Versehen. Ist das eigentlich kuschelig. Schon online, das Video, wo ich bin mit der Armed Angels? Hast du das gar nicht gesehen? Nee. Ja, natürlich ist das schon online. Und wie kam das an? Das weiß ich doch nicht, ich gucke mir doch die Zahlen nicht an. Obwohl doch, warte, ich musste ja immer dahin schicken. Ich glaube, es kam normal gut an. Toll. Aua. Oh, ich vermal mich hier total. So, wie ihr seht, bin ich mittlerweile in der Schminkphase angekommen. Also ich muss mich mal kurz auf die erste Schicht Wimperntusche konzentrieren. Oh, draußen knallen die schon. Das geht mir so auf den Sack. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß ja, also das sitzt wirklich nicht gut hier, so schön ich Armed Angels finde. Aber gut, ich habe auch 3 Kilo zugenommen, ist wahrscheinlich nicht ihre Schuld. Also ihr wisst ja, dass ich Silvester überhaupt nicht mag, mochte ich ja noch nie. Aber gerade jetzt in so einem Jahr, wo es mir echt dreckig ging, ich erwarte förmlich, dass einer dieser verdammten Knaller hier in mein Wohnzimmer fliegt und mir die Bude anzündet, oder aber, wenn ich auf dem Balkon stehe nachher und mir das angucke, mich in Brand steckt oder mir ein Auge ausschießt oder so. Ich erwarte es förmlich. Naja, aber davon wollen wir jetzt einfach mal nicht ausgehen. Also ich bin mittlerweile beim Make-up angekommen. Ich habe tatsächlich von 9 Uhr morgens bis jetzt, es ist inzwischen 5:45, durchgekocht. Also ich habe den ganzen Tag gekocht. Suppe, Klöße, Bohnen, passierte Himbeersoße, Kuchen gebacken, was weiß ich. Also ich habe insgesamt jetzt, wenn es hochkommt, 20 Minuten für Duschen, Anziehen und jetzt hier Make-up aufgewendet. Der gesamte Rest des Tages ist komplett fürs Kochen draufgegangen. Ich takte mir das immer, ich habe mir so eine Liste und alles, so einen Ablaufplan gemacht. Ich denke mir so, naja, wahrscheinlich bist du eh schneller fertig und dann kannst du noch ein bisschen häkeln oder so. Pff, von wegen. Naja, ich mache mich jetzt hier soweit fertig. Ich habe auch eine neue Dunels-Farbe drauf. Wobei ich diesmal, ich muss die mal kurz ein bisschen polieren, da ist glaube ich jetzt Make-up drauf, nicht so zufrieden war. Weil sie ungleichmäßig, also so fleckig sind, ganz komisch. Sieht man jetzt im Dunkeln nicht und ist auch Wurst. Aber da muss ich nochmal gucken, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Naja, okay, ich schmink mich jetzt hier zu Ende und dann startet Silvester. Meine Mama kommt in 1,5 Stunden und dann wird erstmal gegessen. Und danach habe ich Feierabend und muss nichts mehr machen. Und dann ist dieses Jahr vorbei und ich feiere die Party des Jahrtausends. Alles bereit und fertig. Hier brennen ein paar Kerzis. Zuerst gibt es ja eine Suppe, für später dann die Wärmeplatten. Ich habe mich entschieden, das alles auf Wärmeplatten zu stellen, damit wir uns das hier einfach selbst nehmen können. Das ist einfacher. Alles ist kuschelig. Hier gibt es noch eine Süßigkeit und ich freue mich schon so, wenn das neue Sofa einzieht. Bald ist es soweit. Hier in der Küche hängt der Moritz, mein Verlobter. Schluss damit. Moritz. Ja, und hier ist auch alles bereit. Mal sehen, ob ich das dann alles gleich hinkriege. Ich wollte so einen alkoholfreien Cocktail machen zur Begrüßung. Irgendwas mit Twist. Da ist Ginger Ale, Orangensaft, Limettensaft drin. Das könnte ich mir ganz nett vorstellen. Twist. Was machst du da? Kaufst du schon wieder Dinge ein? Ich gucke nach einer Holzplatte. Okay. Was war das nochmal für ein Holz, was wir beim Bauhaus... Also ich mochte die Eiche ja am liebsten. Ich glaube, ich habe auch noch gar nicht dein Schränkchen gezeigt. Glaube ich. Da
Okay, er sagt, es ist kein Schränkchen, es ist, oder habe ich das gezeigt? Ja doch, den Hasi hatte ich euch doch schon gezeigt. Aber jetzt steht hier auch noch ein neuer Fernseher, beziehungsweise ein Monitor mit Fernsehfähigkeiten, also beziehungsweise Streamfähigkeiten. Auch sehr cool, weil wir endlich einen hatten, damit wir hier die Bluetooth-Box auch betreiben können. Unsere alten, 15 Jahre alten Fernseher hatten alle kein Bluetooth und das ist natürlich jetzt super. So. Das habt ihr im Vlog auch noch nicht gesehen. Das absolute Schlachtfeld. Ah, da hinten ist schon der Kuchen. Aber es hat alles soweit geschmeckt und das ist ja das Wichtigste. Okay, wir sagen jetzt halt mal einer. Oh, es ist nur so! Ah!